Im Hauptort der Gemeinde Ense begleitete die Pflasterfete zum 26. Mal den ersten Advent. Unter dem Motto die neue Pflasterfete standen dabei auch erstmals direkt Buden vor der Bremer St. Lambertuskirche. Der Auftakt wurde von dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bremen und dem MGV Harmonie Bremen musikalisch begleitet. Erstmals begrüßte Heiko Klapp als Sprecher der Bremer Kaufleute die Gäste im Ortszentrum. Guten Morgen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Eröffnung der Nummer 26. Pflasterfete hier in unserem schönen Ortskern von Ense Bremen. Hier, du kannst doch sowas. Hier ist genau. Der Hund ist auch die Pflasterfete wurde auch wieder von Gästen aus Enses Partnergemeinde Eloy im Elsass besucht. Sehr einfallsreich zeigten sich die Sportler des TuS Bremen, die das beliebte Partyspiel Looping Louie in einer Großversion gebaut hatten. Packt euer Nikolaus für die süße Kehle. Wer spielt einmal Audi Keule hier auf der rechten Seite? Eine ausführliche Berichterstattung zur Pflasterfete entnehmen Sie dem Anzeiger Lokalteil.